Dachtet ihr, es kommt kein Splatoon mehr? Ja, falsch gedacht. Es ist mal wieder Zeit für Splatoon. Es steht ein Splatfest an dieses Wochenende. Das wird natürlich auch ein bisschen gestreamt. Ich muss mir da meine Zeit noch einteilen, aber ja, definitiv wird was auf Twitch laufen. Und ja, wir sind im Team Häschen. Kuschel, was? Kaninchen sind das Kuscheligste. Ach so, ich dachte eigentlich, das sei ein Osterthema, aber es ist ein ganz random Thema, alles klar. Ich war nämlich ein bisschen verwirrt auf Twitter, als das angekündigt wurde. Es wurde halt gegen Ostern angekündigt, aber auf sehr, sehr viel später verschoben. Gut, wir spielen im Team Rosa. Und heute schauen wir uns einfach mal ein bisschen den Content an, den wir dazu gewonnen haben. Denn, ja, es gibt einiges. Mehr Waffen, es sind mittlerweile wieder 2 Seasons vergangen. Wir testen heute ein bisschen was. Keine Ahnung, ob wir in Ranked oder in Standard spielen. Standard wärmen wir uns erstmal auf. Aber erstmal zu den Waffen, schauen wir uns das mal an. Ja klar, natürlich habe ich nur 2 Arty-Cards. Das heißt, wir können quasi nichts kaufen. Das ist so dumm. Und der Bremen muss jetzt auch mal ein bisschen schneller machen. Ich weiß nicht, wie viele Waffen es gibt. Es gibt einige. Ich glaube, 6 neue. Und ja, 2 davon sind ganz, ganz neue. Also solche Waffen hatten wir noch nicht. Da ich jetzt 2 Arty-Cards habe, würde ich halt vorschlagen, wir spielen diese ganz neuen Waffen. Ich habe schon einiges zu diesen Waffen gehört. Die Leute sind echt ganz zufrieden damit. Also Meta-Defining ist es wohl nicht. Aber das soll uns ja nicht wirklich jucken. So, wer von meinen Zuschauern spielt denn noch immer aktiv Splatoon? Gerne in die Kommentare schreiben. Und bitte nicht zu sehr rumcringen, wenn ich jetzt Misplays over Misplays mache. So, bis jetzt ist noch keine neue Waffe da aufgetaucht. Oh, die sieht neu aus. Also die sieht aus wie diese Gartenschläuche da, aber irgendwie doch anders. Ach ja, und es gibt ja diese neue Ult. Gibt es auch neue Sekundärwaffen? Ich weiß es gerade nicht. Aber alle neue Waffen aus dieser Season oder aus letzter Season haben diese neue Ult. So ein Raum. Ich weiß auch nicht, wie gut das ist. Das müssen wir mal testen. So genau weiß ich halt gar nicht, wie das funktioniert. Aber ich glaube, da kommt so eine dicke Mauer. Und das ist auch eine neue Ult. Aber das ist das einfach der Sprung da von damals? Aus Splatoon 2? So, was haben wir denn jetzt hier? Boah, hat das jetzt lange gedauert, ne? Okay, ich sehe jetzt keine. Also, wirklich neue Models sind wohl nur die Löschdoppler. Ja, dann lass die mal probieren. Ja, das hier hatten wir auch schon mal. Und dieser China-Regenschirm da. Pulverisate. Ich glaube, die gab es auch schon. Sieht aber geil aus. Ist das meine... Oh, das ist meine Gallon. Mit der neuen Ult. Ich würde sagen, wir testen jetzt erstmal diese Doppler. Bin zwar kein Fan davon. Und danach geht's mit der Gallon rein. So machen wir das. So, es gibt auch eine neue Map. So eine Flughafen-Map. Die ist leider nicht in der Rotation. Heißt, die sehen wir heute mit Sicherheit nicht. Ich weiß auch nicht, wann der nächste Wandel ist. Der ist nicht um 3 Uhr, ne? Nein, nein. Ah gut, wir färben jetzt einfach mal ein bisschen ein. Also diese Doppler, die fühlen sich halt genauso an wie die ganz normalen Dualies und so. Also es hat nichts mit diesem L3 Tintenwerfer zu tun. Das heißt, es war ein Fehlgriff. Aber gut, wir spielen nachher eine Runde Ranked. Mit meiner geliebten Gallon. Mit der habe ich auch am meisten Erfahrung und am meisten gewonnen. Hatte schon in Splatoon 1 Zeiten sehr gerne. Damals war sie aber broken. Sie hatte, glaube ich, Heulboje. Und Heulboje war halt so dumm, weil du hattest halt diese Schlauchmaps. Und wenn du dann diese Heulboje Version 1 da hingeklatscht hast, war halt jeder tot. Ne? Die Heulboje 1,5, wie wir sie heute spielen, ist dagegen halt gar nichts. So, wir sind in Gefahr. Ja, ihr müsst bedenken, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe fast den Weg in die Lobby nicht gefunden. Hab mir aber noch kurz, ehe wir die Party starten, ein schönes Bandana und 2 neue Schuhe gekauft.
Und ein paar habe ich mir einfach mal angezogen, dieses Blau. Ist doch ganz nice. Ja, gut. Dass ich heute was gewinne, damit habe ich nicht gerechnet. Aber die Partie kann sich ja nur drehen. Ist ja noch nicht verloren. Aber ich muss unbedingt diesen Hashsprung einsetzen bei den Doppeler. Damit ja, man halt schneller auf die Gegner kommt. Ah, war das diese... Ja, das ist tatsächlich. Also diese zweite neue Ult ist einfach nur die Splatoon 2 Supersprung-Ult da. Gott, wie habe ich die damals in der Octo-Expansion gehasst. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Denn die Story-Kampagne hatte doch auch so Supersprung, oder? Na, ich werde das nachher einfach mal im Training testen, was das genau ist. Ja, tut mir leid, ich habe mich auch gar nicht mit Splatoon irgendwie beschäftigt die letzte Zeit. Ich hatte einfach wieder Bock auf Splatoon. Das Splatfest hat mich ein bisschen motiviert, zurückzukommen. Es kam ja jetzt auch mega viel Yu-Gi-Oh! Content. Ich muss aber ehrlich sagen, also der Content mache ich zwar gerne, aber das Spiel an sich ist im Moment so ein bisschen, naja, meh. Gibt nicht wirklich was in dem Spiel zu gewinnen, sagen wir mal so. Und wirklich gut gebalanced ist das Game auch nicht. Ist schwer für Laien zu verstehen, was ich damit meine. Aber es gibt im Moment Decks, die machen halt... Also es macht halt gar keinen Spaß, gegen die zu spielen, weil... Ja. Es hat nicht viel mit Skill zu tun, sagen wir mal so. Ja gut, das war ein Reinfall. Boah, erstmal aufwärmen, würde ich sagen. Na, und dann geht's wieder richtig ab. Oh, was haben die denn da für nice Gläser? Wo kriegt man die denn her? Jo, kurze Trainingsrunde mit so einer speziellen Tri-Tinten-Sprung oder wie heißt die Ult. Ich habe das verwechselt mit der Booyah-Bomb, sorry. Das hier ist doch was anderes. Also das wurde vorhin eingesetzt. Das, was ich meinte in der Story, das ist eine Booyah-Bomb gewesen. So, kriege ich denn jetzt auch irgendwie hier alles eingefärbt, damit diese Ult sich füllt? Weil die scheint irgendwie eine Menge Punkte zu brauchen. So, und das macht jetzt was? Ach so, man verdreifacht sich und dann macht man einfach einen Sprung. Okay, also eine Supersprung mit mehr Range. Ja, wer es braucht... Ja, diese Tintenwand, also die neue Ulta, die ist, ja, gewinnungsbedürftig. Ich weiß jetzt nicht genau, was sie... Sie macht irgendwie 40 Damage, wenn der Gegner durchläuft. Und ansonsten, keine Ahnung, wie viel das schützt, wie stark das ist. Wir spielen Turmkommando. Und mit der Galen hat man da, glaube ich, ein ganz gutes Matchup. Da man halt, ja... Und die Gegner auf dem Turm konzentriert anschießen kann. Und mit der Gallen kann man halt leicht töten. So, Gegner haben einen Turm, aber wir können doch ein bisschen mithalten. Sagte er. Ich dachte kurz, wir hätten den Turm, aber nee. Falsch gedacht. So, Turm kehrt zurück. Alles klar. Aber so richtig über die Grenze kriegen wir den Turm im Moment nicht. Da müssen wir aufpassen, da ist wieder einer. So, jetzt kommt der Tintenwall ins Spiel. Geht der auch durch Wände? Der bewegt sich halt sehr langsam, ne? Also, ja guck, die Holboje kommt trotzdem durch. So, 91, ich habe da 3 Tode gesehen. Und ein Sniper ist irgendwo. Irgendwo sitzt ein Sniper. Ah, da bist du. Können wir diese 3 Sekunden noch gut machen? Kriegt er mich? Aber wir haben die Führung, wir haben die Führung. Das ist gut, das ist gut. So, den auch gut abgewehrt und jetzt noch töten. Sehr gut. Wer sagt hier, dass wir rusty sind? So, nochmal Tintenwall jetzt einsetzen. Zack, und wir sind geschützt. Glaube ich zumindest. So, könnt ihr gerne in den Kommentaren erklären, wie der Tintenwall genau oder am besten eingesetzt werden soll. Weil, ja, kein Experte hier am Start. Einfach ein Casual Gamer.
der aus Zufall R plus ist, weil das Spiel ja ein Matchmaking-System zum Kotzen hat. Aber gut, welches Spiel hat das nicht? Ja, gefühlt geht dieses ganze MMR-System in jedem Spiel den Bach runter. Weil das halt einfach, das muss man halt verstehen, das ist einfach mittlerweile auf was ganz anderes ausgelegt, ne? Das ist für den Durchschnittsgamer jetzt mittlerweile ausgelegt und nicht mehr für den absoluten Pro, der actually gut spielt. Das ist halt, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Problem ist, aber ja, Casual Gaming hat halt die Gaming-Industrie verändert, ne? Die Branche wächst und wächst und wächst. Und ja, ist klar, ne? Das ist keine Nische mehr. Das ist absolut keine Nische mehr. Wer heute noch über Gaming lacht, der, ja. Ist nicht so ganz mit der Zeit mitgegangen. So, weg mit dir. Der war auch Rusty, glaube ich. Der ist auch kein A+. So hat er sich jedenfalls bewegt. Aber er spielt halt diese Nautilus. Oh Gott, die eine, die ich jetzt getestet habe, hat mir gezeigt, nee, du. Das lassen wir lieber sein. Oh Gott sei Dank ist das eine freundliche Bombe. Ah, Titan! Oder Kraken, da keine Ahnung, wie die halt heißen. Ich will nur, dass wir diese 48 Punkte dabei behalten. Die Gegner uns nicht mehr zurück. Wäre nice, wenn wir einen Win kriegen, aber da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Aber das ist halt das Gute an der Gallen. Wenn die auf dem Turm sind, kann man sie leicht killen. Das ist das Gute. So. Wenn man noch treffen würde. Guck mal, aber er ist angeschossen. Ich verlasse mich jetzt mal auf mein Team. Irgendwie ist der Turm nämlich besetzt. So, jetzt aufpassen. Letzte Minute. Gegner am Ball. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt auf dem Turm. Schnell wieder ein paar Sekunden gewinnen. Ja, auch weg. Sehr gut. Kraken. Kraken ist ein Problem, aber kann man halt runterschießen. Ah, die Ult hätte ich noch abwarten müssen. Können wir da noch irgendwie Gegendruck? Nein, nein, lass uns jetzt nicht verlieren. Bitte, bitte, bitte. Nein, wir verlieren. Es sei denn, es gibt jetzt eine Mega-Verlängerung, aber ich glaube nicht. Egal, wir haben gut gekämpft. Ich dachte, es ginge viel, viel schneller zu Ende. Aber das war ja noch ganz okay. So, jetzt gibt es doch noch Verlängerung. Dann gehe ich mal nach vorne und versuche mal den Sniper abzulenken, damit der Turm einfach weitergeht. So, Sniper ist weg. Tindenwall. Ah, das war's. Nein, was ist denn passiert? Da hätte ich jetzt gerne gesehen, was passiert ist. Es lag nicht an mir. Ich habe schlau gespielt jetzt gegen Ende, ne? Gut, Freunde. Ich hoffe, diese kleine Splatoon-Folge hat euch gefallen. Daumen hoch wäre nett. Und dann sehen wir uns vielleicht auf Twitch, wenn das Splatfest dann startet. Zeiten weiß ich jetzt noch nicht. Ich gebe es aber bekannt auf YouTube.